Neue Fördermittel in 2023. In diesem Video gebe ich Ihnen ein kurzes Update über die Neuigkeiten auf der Fördermittelseite. Ich hatte vor kurzem ja schon mal ein Video dazu gemacht und dazu ein kurzer Überblick. Keine Angst, Sie müssen sich nicht alles merken, was ich in diesem Video kurz anreiße. Ich habe Ihnen nochmal einen Blogbeitrag geschrieben. Da steht nochmal alles genau zum Nachlesen drin mit allen Zahlen, Daten und Fakten, die Sie wissen müssen. Und wenn Sie das näher interessiert, dann schauen Sie da gerne einmal vorbei. Es geht also um alles, was jetzt an Fördermitteln so ansteht, also Neubau, Bestandsimmobilien für Familien und auch was vielleicht noch so von den Bundesländern zu holen ist. Und in diesem Sinne, wenn Sie meine Videos schon länger verfolgen, dann wissen Sie ja, dass ich mich eher um die schwierigeren Finanzierungen kümmere, also ohne Eigenkapital, noch mit laufenden Krediten und so weiter. Und von daher ist das natürlich gerade für meine Kunden sehr wichtig zu wissen, weil es dadurch jetzt mit den neuen Fördermitteln auch dem einen oder anderen überhaupt die Möglichkeit bringt, sich ein Eigenheim zu kaufen, weil dadurch sich die Finanzierung wesentlich günstiger darstellen wird. Aber wie gesagt, dazu im Einzelnen jetzt mehr. Und zwar geht es ja in erster Linie bei den Förderungen da einmal natürlich um günstige Zinsen. Andere Sache ist natürlich auch, dass die Banken weniger Geld ausleihen müssen und dadurch sich überhaupt die Chancen erhöhen, eine Finanzierung zu bekommen. Was wird sich ändern? Also wir fangen mal mit einem Neubau an. Es gab ja bis jetzt im Neubaubereich bei der KfW dieses Energieeffizienzhaus. Da gab es mehrere Varianten. Zum Schluss ist nur noch dieses 40 NH übrig geblieben. Das ging also um nachhaltige Häuser, die da gefördert wurden. Dieses Programm läuft noch bis zum 28.02. Das wurde verlängert. Eigentlich sollte es am 31.12. schon auslaufen. Aber da hat man nochmal nachgelegt, weil meines Wissens auch das neue Programm noch nicht so ganz ausgereift war. Das ist auch heute noch unklar, wie das jetzt genau aussehen wird. Ich vermute dahinter den Hintergrund, dass das neue Modell schlechter wird als das alte. Und um jetzt noch einen riesen Anlauf zu produzieren, indem man bekannt gibt, dass sich die Konditionen verschlechtern, denke ich mal, in Form dessen sagt man erstmal nichts. Aber es ist nur meine Vermutung, das weiß ich nicht. Im Bestandshausbereich geht es natürlich um die Sanierung von bestehenden Gebäuden. Und da gibt es auch zwei wichtige Anlaufstellen. Eine ist wieder die KfW. Dort bekommen Sie in der Regel einen Kredit, einen zinsgünstigen und können damit verschiedene Maßnahmen der Sanierung, also Dach neu, Heizung neu, Fenster neu, Wärmedämmung und so weiter, was da alles für Möglichkeiten gibt, können Sie in Kreditform finanzieren lassen mit einem günstigen Kredit. Und es gibt die BAFA, das Bundesaufsichtsamt für Ausfuhrkontrolle oder so heißt das. Das steht auch alles im Blogbeitrag drin. Da bekommen Sie Zuschüsse für alles Mögliche, auch für einen Energieberater und so weiter, Solaranlagen. Alles, was Sie sich vorstellen können, das ist auch sehr, sehr weit gestaffelt, was man da an Förderungen bekommen kann. Ganz wichtig für Familien mit Kindern wird der Juni diesen Jahres. Das gibt es jetzt im Moment noch nicht, ist aber geplant oder ist beschlossen, dass das kommen wird. Ein Eigenkapitalersatzdarlehen ist natürlich für meine Kunden ganz wichtig, dass man da als Familie mit Kindern die Möglichkeit bekommt, ein zinsgünstiges Darlehen zu beantragen. Das soll bis 240.000 Euro gewährt werden. Wie gesagt, Einzelheiten im Blogartikel und verhilft Ihnen natürlich dazu, überhaupt eine Finanzierung zu bekommen. Durch die gestiegenen Zinsen ist das ganze Jahr der Personenkreis stark eingeschränkt worden und dieses Eigenkapitalersatzdarlehen wird der Personenkreis wieder erweitern und wollen wir hoffen, dass bis zum Juni 2023 die Zinsen nicht allzu weit weiter gestiegen sind. Genau. Dann gibt es von den Bundesländern die verschiedensten Arten von Förderungen. Ich wohne jetzt zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, da gibt es die NRW-Bank. Da müssen Sie mal gucken, das Pendant in Ihrem Bundesland, wo Sie wohnen und was kaufen wollen. Da wird es ähnliche Programme geben. Es gibt für die verschiedenen Förderungen gibt es ein bundeseinheitliches Gesetz. Und da haben dann die Länder immer noch die Möglichkeiten, da Anforderungen dann an regionale Besonderheiten zu machen, aber in der Regel gibt es ein grundsätzliches
Regelwerk dazu. In NRW gibt es auch zinsgünstige Kredite für Familien. Es gibt aber auch noch einen Zuschuss, der läuft aber, glaube ich, auch bis 28.02., wo Sie bis zu 2% des Kaufpreises an Zuschuss kriegen, maximal allerdings 10.000 Euro, ist aber dann ja auch so eine Art Eigenkapitalersatz, macht Sie also in dem Fall auch wieder zu einem besseren Kunden, wenn Sie zur Bank gehen. Wenn Sie genauere Fragen dazu haben oder auch mal durchrechnen lassen wollen, wie das in Ihrem Fall aussehen könnte, auf welche monatliche Rate Sie kommen, wie viel Sie sich grundsätzlich leisten können, dann zögern Sie nicht, auf mich zuzukommen. Sie können unter dem Video den WhatsApp-Button nutzen, um mir eine persönliche Nachricht zu schreiben. Gehen Sie auf meine Internetseite, da finden Sie auch Möglichkeiten, eine Telefonnummer. Sie können mir im Chat eine Anfrage stellen oder auch schon kostenlos einen Termin buchen. Und Kommentare dürfen Sie natürlich gerne auch unter das Video schreiben, dem Video einen Daumen hoch da lassen. Und dann freut mich, wenn wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, alles Gute.